Ja, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil der dritten Vorlesung. Wir haben gerade gesehen, wie wir Integer-Literale, also Konstanten, anlegen können. Jetzt kommen wir zur Definition von Integer-Variablen. Wir sehen das hier mal als Railroad Track oder als Syntaxgraph dargestellt. Die Definition beginnt mit dem Modifikator signed oder unsigned, dann unserem Integer-Typ, einem Bezeichnernamen, einer optionalen Initialisierung und unser Int-Expression ist jetzt fürs Erste einfach mal das Integer-Literal, also die Konstante der ganzen Zahl. Wir haben jetzt sehen noch die Besonderheit, dass wir mit Komma mehrere Variablen des gleichen Grundtyps anlegen können. Ich empfehle Ihnen immer, Sie sollten nur eine Variable pro Definition anlegen und nicht mehrere, denn das kann auch zu Problemen führen. Unsere Ganzzahlentypen sind char, int und natürlich unser short, long und das long, long. Die Besonderheit in C ist, der eigentliche Datentyp short und long wurde ursprünglich als short int und long int definiert. Man ist allerdings davon abgekommen, immer das Schlüsselwort int zu verwenden. Deswegen spricht man heute typischerweise vom Datentyp short und long. Die ursprüngliche Bezeichnung ist tatsächlich short int oder long int, beziehungsweise long long int, dann eben, wenn wir den long long Typ verwenden. Ich habe ein paar Beispiele auf der Folie. Also das Klassische ist mal das int x oder ein int y, wie wir das schon aus der Zählerschleife kennengelernt haben. Wir durchlaufen also in diesem Syntaxgraphen den Typ, das ist int, dann der Name und wir haben jetzt die Initialisierung hier übersprungen. Ich habe noch einmal das Beispiel mit dem Komma, dann laufen wir über das Komma zurück, also int u, v. Wir haben quasi zwei Variablen, die vom Typ int angelegt werden. Es macht immer Sinn, Variablen zu initialisieren. Deswegen habe ich jetzt hier das Beispiel für ein Int-Expression. Aktuell eben unser Integer-Literal. Zum Beispiel y ist vom Typ unsigned int und ist mit 7 Hexadezimal initialisiert. Oder unsere Long Number haben wir eine große Zahl mit einem L-Suffix hintendran. Ja, die Besonderheit der Integerzahlen hatte ich Ihnen schon gerade bei den Literalen gesagt, dass eben ASCII-Zeichen auch Integerzahlen sind und char ein Integer-Typ. Das heißt, es gibt nicht wie zum Beispiel in Java einen speziellen Typ, der für Zeichen reserviert ist. In C ist letztendlich das ein einfacher, kurzer Integer-Typ. Das heißt, eine Zuweisung in C mit char a ist a in Hochkomma, b ist b in Hochkomma, c in c Hochkomma, bedeutet nichts anderes, dass a den Integerwert 97, b 98 und c die 99 bekommen. Es gibt seit dem C99 Standard noch die Erweiterung, also Unicode 16-Bit wird mit einem L, einem Präfix vor der Zeichenkette angegeben, um zum Beispiel das Euro-Zeichen zu kodieren. Unicode wird von der Virtual C IDE nicht unterstützt, weil es rein ASCII-basiert ist. Wir schauen uns auch in C primär jetzt die Zeichenketten in ASCII an und nicht in Unicode. Meiner Meinung nach ist hier UTF-8 das bessere Format, was auch sehr viele Bibliotheken unterstützen, was inzwischen auch der C-Standard vollständig unterstützt und das macht es eigentlich überflüssig, wirklich mit Short-Zeichen zu arbeiten. Das heißt, unsere ASCII-Literale entsprechen einfach dem ASCII-Wert. Also das int a hat den Wert 65 hier beispielsweise. Sie sehen auch, ich kann ein Zeichen Integer zuweisen, ich kann ein Zeichen Long zuweisen. Normalerweise verwenden wir natürlich Zeichen immer in Kombination mit Character, weil wir wirklich einzelne Zeichen damit beschreiben wollen. Also es macht wenig Sinn, die Zahl 65 durch ein A zu kodieren. Das macht das Programm natürlich unleserlich. Es sind nicht alle Zeichen darstellbar, aber ich kann alle Werte von 0 bis 255 durch ein Character-Literal
ausdrücken und das passiert über die sogenannten Escape-Sequenzen. Das haben wir schon kennengelernt im ersten Beispiel. Der Zeilenumbruch Backslash N ist eine Zeichenfolge, die aus Backslash und einem weiteren Zeichen mindestens besteht. Und das ist eine sogenannte Escape-Sequenz. Sie finden das auf der Tabelle Seite 43 im Buch, beziehungsweise ich, wie schon gesagt, stelle Ihnen die Tabellen nochmal separat als Foliensatz auf den Dokumentenserver. Die erste Frage ist natürlich, wie kann ich den Backslash darstellen? Und zwar ganz einfach, indem ich Backslash Backslash schreibe. Das entspricht dem Zeichen Backslash. Wer schon mal Windows in C programmiert hat oder in C++ oder auch in anderen Programmiersprachen, die diese Escape-Sequenzen verwenden, der weiß, dass es wahnsinnig aufwendig ist, Dateipfade in C oder als Zeichenketten darzustellen, weil sie das, was man normal gewohnt ist, zum Beispiel C-Doppelpunkt Backslash für das C-Laufwerk, müssen Sie in C immer jeden Backslash durch zwei Backslash ersetzen. Zeilenumbruch haben wir schon gesehen, Backslash N ist quasi der Zahlenwert 10. Backslash R, um an den Anfang der Zeile zu springen, Backslash T für einen Tabulator. Wenn ich ein Hochkomma in Hochkomma darstellen will, dann kann ich das nicht, weil Hochkomma, Hochkomma ist ein lexikalischer Fehler. Das heißt, ich brauche hier auch die Escape-Sequenz, das Backslash Hochkomma. Dann kann ich quasi Hochkomma, Backslash, Hochkomma, Hochkomma entspricht dem einfachen Zeichen Hochkomma. Das gleiche gilt für die Anführungszeichen. Das kann ich in C zwar einfach in Hochkomma schreiben, aber wir haben schon die Zeichenkette kennengelernt. In Anführungszeichen, also doppelten Anführungszeichen, muss ich natürlich auch das doppelte Anführungszeichen mit einer Escape-Sequenz darstellen. Und ich kann prinzipiell alle Zeichen kodieren. Oktal mit Backslash 0 bzw. Backslash und einer dreistelligen Ziffernfolge bzw. Hexadezimal 0x oder groß Backslash groß x als Backslash x oder groß Backslash x und dann eben einer zweistelligen Ziffernfolge. Man muss da ein bisschen aufpassen, denn einige Compiler unterstützen Unicode, das heißt, die Escape-Sequenzen mit Backslash x erwarten nicht zwei, sondern vier Ziffern. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 0xffa schreibe, dann wird es auf vielen Systemen a noch zur Hexadezimalzahl kodiert. Also entweder dann ein Leerzeichen dahinter oder eben gleich vierstellig kodieren. Leider ist das wieder abhängig vom Compiler und erschwert natürlich das Programmieren. Deswegen empfehle ich hier an der Stelle, wir können in C Zeichenketten konkatenieren. Das heißt, nach einem Backslash X einfach Anführungszeichen Ende und die Zeichenkette wieder fortführen. Dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich habe noch Beispiele, die sind relativ bekannt. Backslash N, New Line oder Tab für den Tabulator. Oder der Tab 2, das ist quasi der Tab Oktal kodiert, also die 9 in Oktal-Schreibweise. Ja, die Definition von einer Integer-Variable, die kann außerhalb von Funktionen sein, dann ist sie global, oder innerhalb von Funktionen, dann ist sie lokal, beziehungsweise ganz lokal sogar innerhalb von Anweisungsblöcken. Ich weise darauf hin, dass der Einsatz globaler Variablen auf jeden Fall vermieden werden soll. Das macht die Lesbarkeit vom Programm schwerer, macht das Debuggen sehr viel schwerer und ist insbesondere, wenn wir dann Multithreading verwenden, ist es der Horror, wenn Sie Daten über globale Variablen austauschen, weil Sie nie genau wissen, wann welcher Thread die Variable wie modifiziert. Ja, ich zeige Ihnen mal kurz ein Beispiel von den Variablen in der Virtual-C-IDE. Ja, ich möchte Ihnen in der Virtual-C-IDE ein paar Beispiele zur Definition von Integer-Variablen zeigen. Ich nehme mal hier oben das komplett raus. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal nur Variablen an. Dann ist unser Programm quasi ganz leer.
Erstmal der Unterschied einer lokalen Variable zu einer globalen Variable. Ich lege mal einfach vom Typ char mal hier das a an. Und ich lege es ein zweites Mal innerhalb der Funktion an. Und ich mache mal hier den Kommentar lokale Variable. Und wir machen hier oben den Kommentar globale Variable. So, wenn ich mein Programm übersetze, es linke, dann bekomme ich mit dem Linken bereits den Überblick über den Speicher, der von dem Programm angefordert wird. Das heißt, wir haben hier im unteren Bereich den Programmtext, dann unsere Konstanten, Daten und unseren Stack. Wir sehen jetzt, obwohl das Programm noch nicht läuft, dass unsere globale Variable bereits initialisiert ist. Das heißt, globale Variablen werden zum Zeitpunkt der Übersetzung und genauer gesagt zum Zeitpunkt des Linkens initialisiert. Während auf dem Stack jetzt natürlich noch nichts zu sehen ist, weil das Programm nicht läuft. Wenn ich in das Programm reinspringe, dann sehen wir auf dem Stack, wie bereits im ersten Beispiel gesehen, dass jetzt hier das A noch nicht initialisiert ist. Es ist nur der Speicher reserviert. Wir können jetzt auch mal hier uns anzeigen, wo im Speicher diese Variable liegt. Es ist natürlich eine ganz andere Adresse als in unserem Datensegment. Haben wir das hier bei der 1400 Hex und hier ist es irgendwo bei 123F8. Das heißt, die Variablen, die global sind, werden bereits angelegt, wenn das Programm gelinkt wird. Während diese Variable hier jetzt erst den Wert initialisiert kriegt zur Laufzeit. Das bedeutet auch, dass wir globale Variablen eben nicht einfach zuweisen dürfen. Also wenn ich sage, dass B soll den gleichen Wert erhalten wie A, dann wird das nicht funktionieren. Dann wird beim Übersetzen der Compiler schon schimpfen und sagen, also das muss konstant sein, denn der Wert von A ist dem Linker nicht bekannt. Es ist eine Adresse im Speicher und was da drin steht, auch wenn der Linker, könnte man jetzt behaupten, es gerade dorthin geschrieben hat, was da steht, weiß der Linker natürlich nicht, was da steht, beziehungsweise der Compiler weiß nicht, was der Linker später dahin schreibt. Das heißt, wir können hier tatsächlich beim Initialisieren von globalen Variablen nur Literale verwenden, also zum Beispiel das B, oder wir können hier sagen, das ist die 98 Dezimal, funktioniert genauso. Das heißt, wenn wir jetzt linken, sehen wir im Datensegment unser B. Also Integer, Zahlen und Buchstaben, Zeichen, einzelne Zeichen sind in C genau das gleiche. Ja, vielleicht schauen wir uns noch die anderen Typen kurz an, zum Beispiel Short S. Eine Short-Zahl, die darf maximal 16 Bit groß sein. Wir können sie mal hexadezimal angeben. Dann wären das eben 7FF, das Maximale, was in Short-Vorzeichen behaftet gespeichert werden kann. Oder ein Unsigned Short, das können wir auf 0x und 4 mal dem F zuweisen. Während int der Standardtyp, das ist natürlich, nehmen wir das i beispielsweise, das kann natürlich 32 Bit groß werden. Also haben wir hier die 7 und 7 mal das f. Oder ein unsigned int, ich nenne es mal u, das kann natürlich 8 mal das f groß werden.
So, wenn wir das mal anschauen. Stack. Sehen wir jetzt 7F, 7FF und das FF und in Dezimal sehen wir quasi hier die maximal großen Zahlen. Bei dem Unsigned wäre natürlich sauber, wenn wir noch das U hinten dran schreiben. Long ist jetzt bei dem Compiler genauso groß. Das heißt, wie Integer. Trotzdem könnten wir jetzt hier noch ein L anfügen, um auf Long hinzuweisen. Das würde das Ganze wieder unter einem anderen Compiler dafür sorgen, dass hier tatsächlich mit dem Long-Wert gearbeitet wird, wenn sich nämlich Int und Long unterscheiden. Oder ein Unsigned U-Long, wo wir dann hier tatsächlich noch das F verwenden können. Ja, kommen wir zur Definition versus Deklaration. Wir haben die beiden Begriffe schon kennengelernt in Bezug auf die Funktionen. Was ist eine Funktionsdeklaration? Was ist eine Funktionsdefinition? Im Prinzip bedeutet eine Definition immer, dass Speicher reserviert wird und dass dieser auch gegebenenfalls initialisiert wird. Während eine Deklaration nur das Vorhandensein eines Typs, in unserem Fall einer Integer-Variable, eben ankündigt und den Typ an den Namen bindet. Dabei erfolgt natürlich keine Reservierung von Speicher und eine Initialisierung ist nicht möglich. Die Deklaration erfolgt in C mit dem Schlüsselwort extern. Allerdings müssen wir aufpassen, wir können lokale Variablen nicht extern deklarieren. Lokale Variablen können nur definiert werden. Es würde irgendwie auch keinen Sinn machen, eine lokale Variable erst zu deklarieren und im Anschluss, sie muss ja lokal vorhanden sein, sie dann zu definieren. Ich habe das mal in EBNF dargestellt, also die Deklaration ist quasi eine Integer-Deklaration, ist mit dem Schlüsselwort extern versehen und schaut dann genauso aus wie eine Variablen-Definition. Mit dem Unterschied, dass die Initialisierung wegfällt. Das heißt, wir haben unser Signed oder Unsigned als Modifikator. Wir haben den Integer-Typen und danach den Bezeichner. Ich habe hier zwei Beispiele, extern int Windows Size oder extern long counter, counter 2. Also das wären jetzt eben Beispiele für die Deklaration von Variablen und das sind damit natürlich globalen Variablen. Wir sagen an, dass diese Variable existiert. Wir dürfen sie nicht initialisieren. Der C-Compiler macht sonst automatisch eine Definition daraus. Das heißt, das Schlüsselwort extern wird dann einfach ignoriert. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen. Das kann einem leicht mal als Fehler passieren. Ja, noch zum Abschluss der Unterschied Definition-Deklaration ist natürlich eine globale Variable, darf im System, das heißt über all ihre Module, die sie später mal in ihrem Programm verwenden, nur ein einziges Mal definiert werden. Ansonsten wird sie mehrfach gefunden und der Linker bricht das Binden ab. Das heißt, Definition darf nur einmal erfolgen und Deklaration kann so beliebig oft passieren. Völlig egal, wie oft sie deklarieren. Wichtig ist nur, sie dürfen nicht den Typ ändern und der Typ muss natürlich dem Typ entsprechen, der Variable, die auch definiert ist. Das ist eine der Schwachstellen von C, denn der Linker prüft nicht den Typ. Wenn ich eine Variable als Charakter deklariere, als Integer definiere, dann wird unter Umständen eben nur eben ein Byte von dieser Variable dann modifiziert. Und das kann natürlich zu schweren Programmfehlern führen, wenn ein Modul die Variable mit 0 löschen möchte und es wird nur das untere Byte, also die unteren 8 Bit, gelöscht. Ja, generell, und das sehen wir jetzt gleich am nächsten Bild, sollten Sie auf globale Variablen verzichten. Man kann das auch in C, es gibt ganz wenig Ausnahmen, wo Sie um eine globale Variable nicht herumkommen, aber prinzipiell können wir C heute so programmieren, dass wir alles
in lokale Variablen oder über Parameter dann an die Funktionen übergeben. Ein Beispiel für die Definition und Deklaration. Wir haben hier zwei C-Module, Datei 1.c, Datei 2.c. In Datei 1 wird die Variable Counter definiert und auch initialisiert und in Datei 2 wird die Variable Counter deklariert mit Hilfe des Schlüsselworts extern und modifiziert. Und obwohl natürlich jetzt hier dieses Main-Beispielprogramm abgeschlossen ist, zeigt es die Problematik aber sehr gut. Das heißt, eine Integer-Variable, die ich global verwende, ich kann nie davon ausgehen, welcher Wert in dieser Variable tatsächlich steht, weil jedes Modul, das die Variable mit extern deklariert, kann den Inhalt modifizieren. Wir haben also keine jetzt einfache Schutzmöglichkeit, denn in C kann ich nur entweder etwas als konstant festlegen, dann ist es unveränderbar, dann kann auch das Modul, was die Variable nutzt, diese nicht verändern. Oder eben sie wird freigeschaltet und über extern ist sie dann komplett modifizierbar. Das heißt, die Gefahr bei der Verwendung von globalen Variablen ist ganz einfach, dass der Wert, der in der Variable steht, nicht vorhersagbar ist. Er ist nicht deterministisch. Ich kann aus meinem Modul, wenn ich in Datei 1.c arbeite, gehe ich davon aus, Aufruf der ersten Funktion, im Counter steht natürlich der Wert 0 drin. Meine Datei 2.c, wo vielleicht das Main definiert ist, die Main-Funktion ändert das gleich auf 7. Und die Funktion, die Counter nutzt und davon ausgeht, es steht 0 drin, wird natürlich auf die Schnauze fallen, weil ein anderer Wert drin steht. Also das ist die große Gefahr bei der Verwendung von globalen Variablen. Und es ist ein Horror, sowas zu debuggen. Wenn Sie das Programm anschauen, Sie starten, Sie sehen, da ist der Wert 0 drin, Sie machen den Breakpoint in der Funktion und sehen, oh, die Variable hat nicht den Erwartungswert, der hier drin stehen soll. Rückwärts debuggen gibt es leider noch nicht. Das heißt, Sie müssen schauen, an welcher Stelle wird diese Variable fehlerhaft verändert. Ja, und zum Abschluss noch eine Sache, die ich am Anfang vergessen habe. Die Integer-Typen sind im Prinzip alle definiert als vorzeichenbehaftete Typen. Das heißt char, short, int, wenn Sie nicht den Modifikator signed oder unsigned verwenden, dann ist standardmäßig der Typ immer Vorzeichen behaftet, das heißt standardmäßig kommt das Zweierkomplement zum Einsatz. Es gibt einige Probleme mit dem Typ Character, denn erweiterter ASCII-Zeichensatz bedeutet, dass ein E, Ö oder Ü beispielsweise eine negative Integerzahl repräsentiert und wenn Sie über eine negative Zahl beispielsweise auf eine Tabelle zugreifen, dann kann das zum Absturz führen. Deswegen wurde insbesondere für den Typ char eingeführt, dass man beim Übersetzen angeben kann, ob ein char als vorzeichenlos oder vorzeichenbehaftet verwendet werden soll. Man nennt dieses ein Plain Character, das heißt, ich kann beim Übersetzen angeben, ob mein Character von Typ signed oder unsigned ist. Damit kann ich von außen den Typ char noch modifizieren. Das ist eine Besonderheit, die ebenfalls mit dem C99 Standard eingeführt wurde. Ich bin aber der Meinung, Sie sollten lieber sauber programmieren, das heißt char von vornherein als Vorzeichen behaftet ansehen und dann lieber mit unsigned Character arbeiten, wenn Sie auf den erweiterten ASCII-Zeichensatz zugreifen wollen. Ja, in der nächsten Vorlesung werden wir uns die Operationen die ganzen Zahlen anschauen, das heißt mit der Integer-Arithmetik beschäftigen und gleich noch darauf eingehen, wie wir ein- und ausgeben können. Ja, wenn Sie Fragen haben, gerne im Forum beantworten. Ansonsten vielen Dank und bis zur nächsten Vorlesung.